Feuer! Sie nichts von dem, was Sie sehen. Nicht in diesem Gebiet. Danke, Joel. Das sind Nathanos-Uniformen, Pathfinder. Die Torianische Arche? Sam, was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf Ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Erlik hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn Sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ja, genug von euch an! Weiter, Schaff
Das war's für ihn. Anblicke wie dieser, für die sich das alles lohnt. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was da unten ist. Da möchte ich nicht runterfallen. Der Pfad wurde schon benutzt, wenn auch nicht in letzter Zeit. Ich kann Spuren sehen. Ich hab's. Okay, dann wollen wir mal.
Sicherheitssystem überwunden. Ein Alien. Wie ist das möglich? Ich bin Ryder, Pathfinder der Andromeda-Initiative, aus einer Galaxie namens Milchstraße. Das erklärt nicht, wie oder warum sie fähig waren, die Relikttüren zu bedienen. Aber das spielt keine Rolle. Sie müssen gehen. Wir unterhalten hier keine Gäste. Havarl verfällt. Wenn Sie mir etwas über den verschwundenen Monolithen erzählen, kann ich Ihnen helfen, das Problem zu lösen. Ich kann das Gewölbe neu starten. Er ist verschwunden. Die Erinnerungen an seinen Standort wurden nicht wiedererlangt. Wir in Mitrava haben Havarls unvermeidlichen Untergang akzeptiert. Sie geben Ihren Planeten einfach so auf? Aber er ist Ihre Geburtsstätte. Wollen Sie ihn denn nicht retten? Zwischen Wollen und Können liegt eine gewaltige Kluft. Was Sie verlangen, kann Ihnen niemand geben. Die Erinnerung an den Monolithen ist in einem Strang enthalten, der uns entglitten ist. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Ich spreche von Reinkarnation. Von der ewigen Rückkehr der Seele. Einem ununterbrochenen Strang. Vor langer Zeit gab es jemanden, der von dem dritten Monolithen wusste. Zorai, ein Streiter der Angara aus der Ära vor der Geißel. Zorais Seele ist zurückgekehrt und könnte dazu gebracht werden, sich an ihr früheres Wissen zu erinnern. Wir haben allerdings keinen Kontakt zu ihr. Sie sagen also, es gibt eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, sich an ihre früheren Leben zu erinnern? Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Ein Objekt, ein Erbstück, das eng mit dieser Blutlinie verbunden ist, könnte alte Erinnerungen wecken. Aber es gibt dafür keine Garantie. Es gab in der Vergangenheit einzelne Fälle, in denen es bei anderen Seelen funktioniert hat. Das einzige bekannte Erbstück von Zorais Familie befindet sich in einem Gebiet mit aktiven Relikten. Niemand hat die Reise überlebt. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Zorais Seele wurde in Tavos wiedergeboren. Er ist jetzt ein Rokar, der vor kurzem im Rahmen einer Mission nach Havarl zurückgekehrt ist. Ich werde dem nachgehen. Was haben wir denn schon zu verlieren? Ich schicke Ihnen die entsprechenden Koordinaten. Wir haben Havarl als verloren betrachtet, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Sie haben Fragen? Sie hatten ein Erbstück erwähnt. Ein Objekt, von dem Sie denken, es könnte Zorais Erinnerungen zurückholen. Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Manchmal können Erinnerungen an die Vergangenheit durch ein Objekt geweckt werden, das der Familie wichtig ist. Wir wissen nicht, wie oder warum dies geschieht. Und es ist auch nur in einigen wenigen Fällen gelungen. Aber das Erbstück war jedes Mal antike angaranische Technologie aus der Zeit vor der Geißel. Erzählen Sie mir mehr über Ihren Glauben an Reinkarnation. Die Seele entwickelt sich im Laufe vieler Leben weiter. Indem sie die Welt mit unterschiedlichen Augen betrachtet, erlangt sie Weisheit. Wie kann man sich weiterentwickeln, wenn man sich nicht erinnert? Die Entwicklung der Seele ist etwas anderes als die Entwicklung des Verstandes. Sie benötigt dafür keine Erinnerung. Einige sind sogar der Meinung, alte Erinnerungen wären eine unwillkommene Ablenkung. Eine Person könnte sich dadurch so sehr auf das Vergangene fixieren, dass ihre Seele stagniert. Erzählen Sie mir mehr über Zorai. Die Chroniken beschreiben ihn als Gelehrten und Soldaten. Er ist zu den Sternen gereist und mit Wissen von weit entfernten Orten zurückgekehrt. Es gibt sogar Berichte, er hätte etwas über die Reliktschöpfer und ihre Maschinen gewusst. Und was ist mit dem dritten Monolithen?
Unsere Legenden besagen, Sorai hätte die Monolithe aufgesucht, nachdem die Geißel erschienen ist. Er starb, und es ist unklar, ob ihm das, was er zu erreichen versuchte, gelungen ist. Wieso leben Sie hier in Abgeschiedenheit? Das Chaos, das die Geißel mit sich brachte, hat unser Volk zersplittert und hätte beinahe unsere gesamte Zivilisation vernichtet. Angst machte sich breit. Falsche Ansichten über unsere Misere wurden gesät und begannen, das Denken der Angara zu beeinflussen. Da sie die Wahrheit beschützen und erhalten wollten, verließen vier Familien die Gemeinschaft, um hierher zu kommen. Und wir sind geblieben. Ich gehe dann mal. Danke für die Unterhaltung. Gerne. Woher weißt du, dass sie noch... Der Tod naht. Und es fällt schwerer, sich der Möglichkeit zu stellen, dass ich Amara vielleicht nie wiedersehe. Verzeihen Sie die Störung, aber was ist passiert? Amurd ist krank. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Amurd, vielleicht kann dieser Fremde helfen. Wenn er in Palais war, hat er möglicherweise etwas gesehen. Nun, ich habe viel gesehen. Sie müssen schon genauer sein. Meine Schwester, Amara. Das Leben hier hat ihr alle Illusionen genommen und sie ist nach Palais gezogen. Sie muss jetzt dort leben. Palais wurde vom Dschungel übernommen, weißt du nicht mehr? Vor ein paar Zyklen. Alle sind von dort weggegangen. Oh, ja, jetzt erinnere ich mich. Aber das bedeutet, dass Amara fort ist. Es gibt vielleicht noch einen Weg, sie aufzuspüren. Alle Dara pflegen Unterlagen, oder nicht? Wenn eine organisierte Evakuierung stattgefunden hat, müssen sie das dokumentiert haben. Und dort muss stehen, wohin sie gegangen ist. Pala, das ist genial. Wo werden diese Unterlagen aufbewahrt? Wahrscheinlich in einem Verwaltungsgebäude, falls es noch steht. Und die Maschinen noch funktionieren. Es ist eine kleine Hoffnung. Ich will sie nicht drängen, Fremder, aber ich würde jede Neuigkeit über meine Schwester sehr begrüßen. Es muss, lässt sie ohne Aufsicht herumgehen? Sie stören den Unterricht. Von mir aus könnte es ruhig mehr Störungen geben. Verzeihung, es war nicht meine Absicht, sie zu stören. Und dennoch sind sie hier. Also, das Antriebssystem, das Beschal hinauf in den Himmel brachte, war inspiriert durch vier Teile der Relikte. Und das ist nur ein Beispiel. Unser Fortschritt gründet oft auf der Entdeckung von Reliktartefakten. Wo sind diese Artefakte, von denen Sie gesprochen haben? Die wenigen, die noch existieren, befinden sich im Speicher von Aya. Viele sind allerdings verloren gegangen. Es gibt allerdings Gerüchte, dass lang vergrabene Dinge zum Vorschein kommen, je wilder die Wildnis wird. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten.
So muss das auch für die alten Angara gewesen sein, als sie in der Wildnis merkwürdige Dinge gefunden haben. Möglicherweise entdecken wir durch ihren Fund etwas Neues. Wir sollten ihn zur weiteren Analyse mitnehmen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten.